Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier vom Set. Ich nehme euch mal mit, kommt. So, und jetzt passiert für dich mein größter Traum. Zwei tolle Models mit zwei tollen Pferden. Aber bevor wir starten, würde ich euch gerne mal mitnehmen, euch nochmal zeigen, was gestern los war. Denn gestern war das große Fitting. Und jetzt schauen wir mal, welche coolen Looks wir vorbereitet haben. Noch einmal. Ich finde schön, ich finde den Schuh noch ein bisschen zart. Komm, ich gebe dir noch einen Ring. End aus. Ja, wenn man mich fragt, was ist ein Fitting, ist glaube ich die wichtigste Einheit, könnte man fast sagen, wenn wir probieren, die Kollektion an den Models eben anzuziehen, könnte man sie auch nennen, und gucken, ob sie passen. Das ist so, to fit somebody heißt eben auch zu schauen, ob ich ihn in die richtige Konfektionsgröße bekomme. Und weil wir morgen unseren großen Film drehen und natürlich auch unsere Fotos machen, brauchen wir natürlich immer den Tag vor dem Shooting oder vor den Filmaufnahmen, um zu sehen, ob welches Model welchen Look trägt. Das ist in der Mode ja auch normal so. Nicht jeder trägt jeden Style. Also sucht man auch so ein bisschen die Mädchen danach aus, nach dem Typ, der sie sind, und dann eben halt zu schauen, wie es geht. Darüber hinaus machen wir natürlich auch unsere Accessoires dazu, die wir auch dann erst festlegen. Also unsere Brillen, unsere Hüte, unsere Taschen, alles was so dazu kommt, und das macht dann echt den Look erst richtig aus. Wir haben gerade die Samia da, das ist ein ganz, wie ich finde, tolles Model aus Kopenhagen. Ein schönes Mädchen, und der stehen die Looks ausgezeichnet. Nehmt euch mal mit, wir haben hier einen kleinen Bereich eingerichtet, und hier auf dem Monitor kann man natürlich sehen, welche Styles wir gerade fotografieren. Wenn ich fragen würde, was ist so wichtig, auf was achte ich bei so einem Shooting? Ich glaube, das geht darum, dass die Looks gut präsentiert sind, dass sie real sind. Das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich. Und dass die Kombination der Materialien funktioniert. Und natürlich auch mit dem Licht. Und wir haben gerade Glück, denn wir haben gutes Licht, wie ich finde. Es war nicht Sonnenschein, aber es macht perfekte Fotos. Und das sieht man eben ganz schön, weil die Kollektion hat viele Cremetöne, viele Töne auch, die so ein bisschen im Herbst, Winter marschieren könnten. Und ich freue mich sehr, dass wir das so gut hinbekommen haben. Hi, so, das ist unsere kleine Garderobe hier, die wir in die Walachei gebaut haben. Ja, hier in unserer Garderobe haben wir natürlich alles mitgenommen, was wir gestern schon beim Fitting hatten. Hier haben wir unsere Fotos nochmal aufgehangen, die habt ihr ja schon gesehen. Und natürlich unsere ganzen Sachen sind dabei. Hier natürlich kleine Matten, damit die Mädels keine kalten Füße bekommen. Und hier machen wir nochmal eben so den Rest. Und es ist nämlich toll zu sehen, dass man alles dabei haben kann, auch wenn man mitten in der Walachei ist. So, ich möchte natürlich nicht versäumen, euch auch ein bisschen von der Kollektion zu erzählen, von der Unterschiedlichkeit der Kollektion, der verschiedenen Materialien, wo wir die Sachen her haben und warum die Kollektion auch so ein bisschen so ist, wie sie ist. Wir haben ungefähr 100 Teile in der Kollektion, und ich wollte bei den Farben einfach Farben nehmen, die viel mit der Natur zu tun haben. Die Farben sind, die angesagt sind, die aber auch die Kraft haben, dass sie eben über die Saison hinaus noch Sinn machen. Und deswegen haben wir viel Strick eingebaut, viele Pullover, wir haben viele coole Styles in Form von Cotton, aber eben auch Kleider in einer guten Kombi, ein bisschen Anlassmode. Vielleicht nehme ich euch mal mit und zeige euch mal ein paar Sachen. Hier zum Beispiel, das finde ich mich auch ein ganz toller Pullover aus einem ganz wunderschönen Garn. Das ist übrigens gemacht aus alten Plastikflaschen, also absolut nachhaltig. Wir haben gute Kleider, zum Beispiel das hier ist auch so ein wunderbarer Moment. Das ist ein Kleid, was ich total liebe. Es hat so eine Leichtigkeit. Ich bin mir sicher, dass das vielen Leuten oder vielen Frauen gut gefallen wird. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen Cotton eingesetzt. Auch hier so ein schönes Sweatshirt. Und wir haben so einen kleinen Slogan gemacht. Chic happens. Und das passt ja eigentlich ganz gut auch zur Zeit. Und vielleicht zeige ich euch auch noch mal ein bisschen die Seite, weil wir haben natürlich hier auch viele verschiedene Looks. Und das ist nämlich auch noch mal so ein Thema. Die Idee war eben mit Mustern gute Kombination zu schaffen, mit Unis, aber auch eben mit anderen Mustern, und das ist eigentlich ganz gut geglückt. Und vielleicht auch nochmal hier als kleines Beispiel, was ich auch ganz schön finde, ist vielleicht das nochmal zu zeigen, so eine neue Art von Materialität. Das ist ein Teil, was sich jetzt schon so ein bisschen so als Lieblingsteil für ganz viele entwickelt hat, so ein kleiner echt easy Hosenanzug, mit dem du alles machen kannst, der nicht knittert, der sich ganz leicht anfühlt, der wunderbar zu kombinieren ist mit allen Tönen. Und das ist, glaube ich, das, was die Kollektion auch ausmacht. Sie ist eine Kollektion, die genug Teile hat, viele Dinge sind miteinander kombinierbar, und das richtig Tolle ist, finde ich, dass ihr zu Hause sicher schon viele Klamotten ja auch habt. Und ich finde es immer wichtig, wenn man sich neue Teile holt,
dass sie die Chance haben, eben auch mit Dingen, die man schon hat, eine Partnerschaft eingehen können. Dann ist auch ein Look perfekt und ich hoffe, ihr habt viel Spaß an den neuen Styles. So, und jetzt passiert wirklich mein größter Traum. Zwei tolle Models mit zwei tollen Pferden. Und man sieht eben auch, wie schwierig das sein kann mit Regen und allen Umständen. Trotzdem werden es, glaube ich, ganz, ganz tolle Bilder. Und ich freue mich sehr, denn die Kombination von Abendkleid zum Pferd ist irgendwie großartig. Leider ist es in der zweiten Hälfte des Tages noch etwas intensiver geworden mit dem Regen. Aber wir haben so tolle Models, die durchhalten, das ganze Team. Und guck mal, da steht die wunderbare Limon im Regen. Es war kein leichter Tag auch für die Models unter den Bedingungen. Ein bisschen kalt, ein bisschen Regen, aber es sind schöne Styles. Und ja, morgen geht's weiter mit den schönen Videoaufnahmen. Bis später. Heute werden die Videoaufnahmen gemacht. Wir haben unseren Catwalk da vorne aufgebaut und machen jetzt mit unserem ganzen Modelprogramm die Kollektion hier in der Natur, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich glaube, es wird tolle Bilder heute geben. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Moment. Jetzt sage ich das, auf was ich mich so gefreut habe. Wir haben einen Catwalk gebaut in einer Allee, in eine grüne Allee. Und jetzt gleich die Mode hier zu sehen, ist ein großes Glück. Wir sind alle schon ganz aufgeregt. Es ist ein traumhafter Moment. Nur oben gibt es einen ganz leichten Spalt von Licht. Und ja, das ist echt schön, wenn man sich so lange sowas wünscht und dann passiert. Oh, es ist so schön wie so ein Zauberwald, ne? Mega, auf die Flucht in Hammer. Die Tiefe. Gerade hatten wir den ersten Teil der Show, das war vorne in dieser schönen Allee, wo ihr dabei wart, was so zauberhaft ist. Und jetzt wird es noch toller, wie ich finde. Denn jetzt gehen wir hier auf die freie Fläche. Das habe ich mir so gewünscht, in diese Rasenlandschaft. Da haben wir einen Catwalk aufgebaut, ein bisschen wie in der Savanne. Jetzt kommt Teil 2 der Show. Auf geht's, Mädels. We do it. Straight away. So, die Kollektion ist im Kasten, wir haben unsere Bilder bekommen und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ihr habt die Chance, unseren Film zu sehen online und ich hoffe, ihr habt Lust auf unsere Modenschau. Und ab jetzt gibt es die ganze Kollektion zu kaufen bei About You. Das ist auch toll, Kollektionen zu sehen und sofort zu kaufen. Und jetzt macht ihr was draus und ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Look von GMK bei About You.